Guten Morgen oder auch nicht, je nachdem wann das Video für euch erscheint. Ich habe wieder einen kleinen Aufruf, weil es das vorige Mal so gut funktioniert hat. Und zwar bin ich jetzt in den letzten Zügen meines Buches mit dem Titel, und da kommt ihr ins Spiel. Beim letzten Mal war es so, dass ja, ich lange nach dem Titel gesucht habe und einer von euch hat mir diesen Titel Vegane Welt mit wenig Geld dann gepostet und entsprechend habe ich das dann einfach übernommen und bin sehr dankbar dafür, weil das wirklich eine sehr, sehr gute Idee war. Und ja, 8000 Gehirne sind einfach kreativer als ein Gehirn und entsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch auch wieder so mit Brainstorming-Techniken quasi daran beteiligt, dass wir hier gemeinsam ja, einen Titel für mein neues Buch kreieren. Also, was ist der Sinn des Buches? Was will ich mit dem Buch erreichen? Warum habe ich das Buch geschrieben? Es geht darum, dass mittlerweile durch das Buch Vegane Welt mit wenig Geld bewiesen ist, anhand der Nährstoffe, anhand des Geldes, was ich ausgegeben habe, dass man mit einem normalen veganen Hartz-IV-Satz eine vegane Ernährung problemlos umsetzen kann, vollwertig. Und jetzt möchte ich einfach noch einen Schritt weiter gehen, und zwar möchte ich zeigen, dass man eine roh vegane Ernährung, also die bestmöglichste Ernährungsform zumindest aus meiner Sicht, dass man diese auch umsetzen kann, und zwar nicht nur mit 140 Euro im Monat, sondern mit 50 bis 60 Euro im Monat, und zwar auch wieder vollwertig und auch mit dem Posten von allem, was ich kaufe und ja, wie sich das zusammenfügt mit den Nährstoffen. All das ist in dem Buch enthalten, dass jeder sozusagen weiß, okay, ich kann für 50 bis 60 Euro im Monat mich roh vegan vollwertig ernähren. Und dazu gibt es noch extrem viele Tipps. Es gibt einen Drink, den ich kreiert habe, über mittlerweile kann ich sagen 2 Jahre hinweg, immer wieder verfeinert habe, und ich nenne ihn einfach den Raw Spirit Power Drink. Diejenigen, die unter euch nach Potluck zum Beispiel bei mir waren und den probiert haben, die sind alle durchweg begeistert gewesen. Ein Drink, der rohköstlich ist, unter 1 Euro kostet und euch mindestens 3 bis 5 Stunden volle Konzentration gibt und ungefähr in der ersten Stunde auch so einen, ja, so einen stimmungsaufhellenden Effekt hat. Und das klar sichtbar und merkbar, also nicht irgendwie so irgendwie. Und dann gibt es natürlich auch noch haufenweise Rezepte, ohne Bild natürlich, wie bei mir das immer so ist, ohne Bild nur die Informationen. Die Rezepte sind alle Rezepte sind rohköstlich logischerweise und unter 1 Euro und haben meist so um die 1000 Kalorien, ja, und sind weitestgehend sehr, sehr vollwertig. Meistens fehlen nur ein ganz paar Nährstoffe, die man dann sozusagen mit einem anderen Gericht dann ergänzen kann, aber sie sind so gestaltet, dass sehr, sehr viele Gerichte unter 1 Euro und quasi euch den ganzen Tag mit den Nährstoffen versorgt haben, alle Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine, und das halt bombastisch. Und das ist ein Buch, was quasi auch parallel zum ersten Buch stehen bleibt, weil ich habe ja auch viele Tipps noch reingebracht für ein sparsames Leben, ein sparsames roh veganes Leben, und ich hätte einfach die Tipps aus dem ersten Buch wie Containern, Foodsharing und so weiter alles wieder mit reinbringen können, aber ich habe das so gemacht, dass ich nichts aus dem ersten Buch in das zweite Buch reinbringe, sodass das komplett wieder für sich mit neuen Informationen gefüllt ist. Und ja, und das ist halt echt ein Buch. Das soll jetzt eigentlich gar nicht so groß, das Werbevideo für das Buch kommt noch, aber das Buch soll einfach, ja, dass ihr wisst, wenn ihr jetzt einen Namen kreiert, was so die Kernelemente sind. Also zum einen, dass halt total innovative Rezepte drin sind, die euch so viel sparen lassen, weil sie halt bestimmte Effekte haben. Das Kernelement ist vor allem eine roh vegane Ernährung unter 50, 60 Euro ungefähr. Also das sind Rezepte drin, das ist nicht ein Tagebuch wie das letzte Mal, sondern das sind halt Rezepte und Tipps. So, das sind die zwei großen Teile. Das eine, die ganzen Tipps und das ganze Wissen vor allem, was damit zusammenhängt. Und das andere sind Rezepte. Jedes Rezept ist unter 1 Euro, ist rohköstlich und hat im Schnitt zwischen 1000 und 1400 Kalorien, was für einige ja schon theoretisch ausreicht, um Tagesbedarf zu decken. Die sagen, okay, 1300 Kalorien Tagesbedarf. Zu denen ich mittlerweile fast auch zähle, weil die ganze Wissenschaft geht dahin, niederkalorisch sich zu ernähren und man hält trotzdem das Gewicht. Aber wie gesagt, es ist ja nur 1 Euro, da könnte dann theoretisch schon 30 Euro leben, aber ich bin so davon ausgegangen, dass jeder so 2 Gerichte davon nimmt und die sind immer so 1000 bis 1300 Kalorien, da seid ihr bei 2 bis 2600 Kalorien.
Das ist natürlich dann wieder das, was generell so als Wissen anerkannt wird. Aber ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich da weniger reicht. Ist egal, deswegen habe ich das auch nicht so konkret gemacht, sondern einfach Kernelement, viele rohköstliche Rezepte für unter 1 Euro und dazu halt die komplette Nährstoffanalyse, dass ihr genau wisst, dass ja, die Rezepte in dem Fall dann vollwertig sind oder wo noch Nährstoffe fehlen, was ihr dann ergänzen müsst mit dem zweiten Gericht, wenn ihr noch ein Gericht am Tag esst oder meistens reicht eine Orange oder ein Apfel oder eine Möhre und dann ist auch gut. Und ja, das ist so das was das Buch halt eben ausmacht. Und genau, und da brauche ich einen Titel dafür. Und bitte schreibt mir in die Kommentare mögliche Titel für das zweite Buch. Ja, ein Titel wäre schon statt vegane Welt mit wenig Geld, roh vegane Welt mit wenig Geld. Aber ich möchte das gerne auch so neben dem ersten Buch so platzieren, als nicht als so Steigerung oder so, sondern als was man parallel ja, dazu sieht. Weil das Buch Vegane Welt mit wenig Geld ist immer noch sinnvoll, wenn man das Buch Roh Vegane Welt mit wenig Geld gelesen hat. Weil da Tipps halt eben drin sind, die halt in dem anderen Buch nicht drin sind. Und deswegen ja, würde ich das gerne halt irgendwie parallel stehen. Das heißt, komplett neu innovativen Titel entwickeln, was nichts unbedingt mit dem ersten Titel zu tun hat. Aber keine Ahnung. Lasst fließen, ich bin total gespannt und wir sehen uns in den Kommentaren.